Frühmorgens führt die Betrugsbekämpfungseinheit des Finanzministeriums eine Schwerpunktkontrolle bei Kleintransportern durch. Diesmal nehmen sie Auslieferer für Pharmaprodukte ins Visier. 16 Autos haben es, einen haben es noch angemeldet. Und der Grund, warum wir da sind, ist, weil es in AMS keine Auskünfte geben über Arbeitsaufzeichnungen oder sonst was. Wir haben da eine Firma, die medizinische Produkte, also Arzneiwaren, im Rahmen eines Kleintransporterunternehmens ausliefert, wo wir also aufgrund einer Anzeige oder beziehungsweise die Kollegen vom AMS die Information bekommen haben, dass einer zumindest der Unternehmer, der diese Transporte organisiert und durchführt, mit nicht gemeldeten Dienstnehmern diese Arbeiten umsetzen soll. Ja, beim letzten Mal sind sie uns über die Felder angehauen. Ja, draußen in Niederösterreich. Wie sie gesehen haben, dass vorne rausgeht, sind sie der Erste. Kommt da schon. Auf der Suche nach Sozialbetrug und Schwarzarbeit fangen die Beamten die Kleintransporter direkt an der Verteilstelle der Produkte ab. Guten Morgen, Finanzpolizei Wien. Wir machen eine Kontrolle. Bitte, wenn Sie mir Ihre Autopapiere und Ihre E-Card geben, beziehungsweise sind Sie österreichischer Staatsbürger? Sie sind schon Staatsbürger, okay. Dann Führerschein, Zulassungsschein und Ihre E-Card bitte. Eins. Sie sind beschäftigter Dienstnehmer, Sie sind nicht selbstständiger Unternehmer. Nein, selbstständig. Wie viele Stunden in der Woche sind Sie angemeldet? 10, 40. Ich bin Arbeit 7 Stunden. Also jeden Tag? Jeden Tag, ja. 7 Stunden, okay. Stunde, ja. Was? So, bitte. Also, ja. Bleiben Sie im Auto, Sie bekommen die Papiere dann wieder zurück. Ja? Auto abstellen und da stehen bleiben wir mal. Was liefern Sie aus? Ich liefere Apotheke. Für die Apotheke? Für die Apotheke, ja. Apotheke. Sind Sie schon einmal so kontrolliert worden? Oh ja, erst einmal. Erst einmal? Ja, erst einmal. So 4 Jahre, ich bin arbeite hier. So in 4 Jahren erst einmal. Erst einmal. Erst einmal, ja. Er sagt, er ist österreichischer Staatsbürger. Laut ZMR ist Portugal, Geburtsstadt Indien. Ah, eh. Na eben. Bei näherer Überprüfung des Unternehmens, bei dem der Fahrer angestellt ist, bringen die Beamten einiges zutage, was die Firmenchefin in Verlegenheit bringen wird. Oh! Holst du mir in Ruhe? Oh, das ist schlecht. Ja, die Firma hat einen 5-stelligen, relativ hohen, vollstreckbaren Rückstand. Die Firma, bei der dieser Herr, dieser portugiesische Inder in Österreich beschäftigt ist. Ne? Finde ich ein bisschen spannend, weil angeblich scheint die Besitzerin dieses Unternehmens diejenige zu sein, die Firma und ihre Unternehmer, die anderen Unternehmerkollegen angerissen hat, der Finanzverwalter. Ne? Also, dass man so weit hinauslehnt, das kommt mir ein bisschen komisch vor, aber das, ja, werden wir jetzt weiterverfolgen. Bei einer bundesländerübergreifenden Aktion führt die Betrugsbekämpfungseinheit des Finanzministeriums eine Großrazzia in Lokalen durch, in denen illegale Glücksspielautomaten vermutet werden. Damit wollen die Beamten der Glücksspielmafia den Kampf ansagen. Ah, na bitte, so geht's auch. Muss ich einen Ausweis mit, bitte? Ja, habe ich. Sind's nicht? Ja. Schnell. Haben Sie da gespielt, oder? Ja. Da ist ein Lokal, wo Sie auch anleiten reinkommen, dann gehen Sie da rein. Da habe ich eine Bekannte gesehen, ich bin dahinter gegangen. Achso, da ist die Bekannte jetzt noch drinnen. Haben Sie eine E-Card auch? Oh, ja, das ist ein volles Haus. Okay, dann ziehen wir mal alle raus, da, aus Sicherheitsgründen. So, und die bleiben alle da stehen. Sie bleiben alle da. Kommen Sie raus und stellen Sie sich daher, alle. Und keiner geht weg, ja? Wir werden das dann öffnen. Aber da geht es sicher weiter, weil das hat früher hat das einmal zu dem Lokal gehört. Und der Wirt hat das vermietet gehabt. Und jetzt ist es aber halt anders gesichert. Man sieht jetzt am geöffneten Kasten, da drinnen ist eine ganze Galerie von Batterien als Stromreserve. Und das ist offensichtlich gedacht, da drin mit der Kartuschen das Gas oder Nebel ausstellen. Das kann ich so jetzt nicht genau sagen. Ja. Aber es ist Gott sei Dank jetzt nicht passiert. Es ist aber alles mit 1, 2, 3, 4, 5 Videokameras überwacht. Ja. Und man sieht ja, das ist wie in einem Schweinestall. Also, jetzt haben wir das Lokal erst ausgeräumt, das ist schon wieder früh. Das ist,
Es ist teilweise wirklich frustrierend und zum Verzweifeln und auch für uns nicht besonders motivierend, dass wir pausenlos vorgeführt werden und immer dasselbe und immer an denselben Stellen. Denn die Hintermänner sind schwer zu erwischen. Die Betreiber solcher Spielhöhlen wechseln ständig und entgehen so auch den Strafen, die sich für Wiederholungstäter stark erhöhen. Auch die Geschichten der Spieler sind oft unglaubwürdig. Was kann man da spielen drinnen? Spiele. Automatenspiele. Also. Ja. Schon was verloren? Bitte? Verloren? Genug. Wie viel? Bis jetzt. Gestern 3, jetzt 8. Naja, so um die 5.000. 5.000 Euro? In zwei Tagen? Das gibt's ja gar nicht. Wo haben Sie das Geld her? Woher haben Sie so viel Geld? Na, sparen ein bisschen. Ich wollte mir ein eigenes Auto kaufen, ja, scheiße. Jetzt haben Sie das Auto da drin verspielt? Zwei Spüler, also eigentlich haben wir mehr Spüler, wobei der junge Mann war nur rauchen drinnen. Ja. Auf jeden Fall, die Automaten waren in Betrieb. Wir werden jetzt mit den zwei Herren eine Niederschrift aufnehmen, eine zeugenschaftliche Einvernahme. Das ist für unser Verfahren dann auch einfacher. Sind Sie spielsüchtig? Ja? Oder hat Sie jemand verführt dazu? Nein. Wie sind Sie auf das Lokal gekommen? Das ist ja von außen nicht zwingend als Glücksspiel. Ich habe geschaut, Leute gehen rein. Bin ich wusste man den Leuten, dass auch die Tür ja, aufgemacht? Ich habe geschaut, viele gehen rein. Ich sind das Ihre Freunde? Nein, ich habe sie jetzt gesehen. Ihr habt euch da drin getroffen zum ersten Mal? Und wie oft sind Sie da? Wie oft in der Woche sind Sie da in so Spiellokalen? Nein, nicht, ich bin erst seit 3, 4 Tagen. Ich kenne das nicht. Ja, und andere Lokale kennen Sie nicht? Nein. Das heißt, Sie haben jetzt da praktisch Ihr ganzes Geld verspielt fürs Auto. Darf ich Sie auch fragen? Wie viel Geld haben Sie verspielt? Nur ungefähr, weil es uns interessiert. Heute 400 Euro. 400 Euro. Und haben Sie mal was gewonnen auch? Das wäre Jackpot. Ja, aber warum tun Sie denn das? Ich verstehe es nicht. Weil die Hoffnung zuletzt stirbt, ja, ja. Oder? Der junge Mann hinter mir gibt zu, dass er in zwei Tagen 5.000 Euro verspielt hat. Und auf meine Frage, wo er das Geld her hätte, der schaut nicht gerade so aus, als ob er von einer besonders reichen Society-Ebene käme. Er hat gespart für ein Auto. Und jetzt hätte er in zwei Tagen 5.000 Euro sein ganzes Kapital für das Auto verspielt und lächelt in den Tag hinein und ist glücklich und zufrieden. Also wer das glaubt, dem ist nicht mehr zu helfen. Die Finanzpolizei nimmt gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt eine Baustelle ins Visier. Sie ermitteln hier gemeinsam gegen eine bereits amtsbekannte Person, die im Verdacht steht, Sozialbetrug zu begehen. Die Beamten versuchen durch die Arbeiter herauszufinden, ob diese Person ihr Auftraggeber ist. Es ist relativ schnell gegangen. Der erste, den wir angetroffen haben, der ist schon bei einer Firma. Das ist schon bei einer Firma, die dem Machthaber zuzuordnen ist aus den Unterlagen der Polizei, den wir im Fokus haben oder den Sie auch im Fokus haben. Und der hat auch schon ausgesagt, wer sein wahrer Ansprechpartner ist. Und das deckt sich genau mit den Erkenntnissen, die Polizei schon gewonnen hat. Also den lassen wir jetzt einmal ausfüllen im Personenblatt, wo er von sich aus in seiner Muttersprache diverse Fragen zu seiner Person, zu seinem Arbeitsverhältnis, zu seinem Auftraggeber, zur Entlohnung beantwortet. Und dann werden wir mit ihm eine Niederschrift aufnehmen, wo wir diese Aussagen, wer sein wahrer Auftraggeber ist, wer sein Dienstgeber ist de facto, dass wir das verbriefen, verschriften, damit wir im weiteren Verfahren dann das Beweismittel für die Staatsanwaltschaft verwerten können und seine Person dann dem wahren Machthaber auch sozialversicherungsrechtlich und abgabenrechtlich zurechnen dürfen. Während der Arbeiter befragt wird, ist der Bauleiter der Baustelle noch bereit für Smalltalk. Er hat nichts zu verbergen. Aber einen Helm braucht man da nicht, wenn es keinen Kran gibt, gell? Ja. Ist das korrekt? Also, ja. Also nur die Baustellenschuhe? Ja. Grundsätzlich. Wenn Trümmer von oben herunterfallen können, dann ist sofort dahinter, dass. Ja. Das aber bei dem Innenausbau, so wie da ist, ist ja nicht. Gehalten werden, ja, ja, ja. Da ist an sich die Bauaufsicht dahinter, wenn die vorgibt, okay, es ist zu verwenden. Ja, ja. Ja. Ist ja, darum müssen wir auch als Kontrollorgane uns an diese Bestimmungen halten, da kommen wir ja, nicht drum herum. Natürlich, ne? Ja, ja, ja. Das ist ja zum Selbstschutz unserer Mitarbeiter. Ne? Also brauche ich nicht, viel zu wenig kontrolliert. Wenn wir auf der Baustelle rennen, wo irgendwelche Nägel herumliegen und es passiert was, dann halt ich den Kopf hin dafür. Nicht? Ja. Seine Ansicht zum Thema Schwarzarbeit teilen die Finanzpolizisten aber eher nicht. Es ist eigentlich nicht mehr verbreitet, weil die Kontrollen so stark geworden sind.
Also das, da weiß jeder ganz genau, das ist nicht gut. Da lasse ich gar nicht drauf ein mehr. Nein, vor allem für öffentliche Gebäude so etwas zu machen, da schießt man sich sofort Eigentor. Meistens passiert der Betrug nicht auf der oberen Ebene, die was den Auftrag übernehmen, sondern weiter unten. Ne? Mhm. Und je mehr Subfirmen was haben, desto gefährlicher wird es. Hm? Ja. Ich weiß nur, es sind fleißige Leute. Denken scharf noch, ja? Und die kennen es schon länger. Ja, aber das heißt nicht, dass Sie alles wissen. Sie werden genauso in die Irre geführt, möglicherweise. Weil die Baufirmen kennen, ich meine, das ist eine kleine überschaubare Größe, ja, aber wenn Sie eine Baustelle nehmen mit 500 Leuten oder sowas wie das Krankenhaus ein Ort gewesen ist, mit über 2000 Bauarbeitern, wie wollen Sie denn das noch wissen? Das kennen Sie als Bauleiter, als Verantwortlicher nie. Das wäre menschenunmöglich. Gut. Ne? Brauchen Sie mich jetzt noch, weil ich war jetzt gerade in einer Kollegierung. Ich weiß, die Gemeinde ist da, sie dann hab da Baugespräche. Nicht die Gemeinde, also ja. Baupolizei. Okay. Nein, also Sie sind eben Nachbarcontainer, wenn es ganz dringend wäre. Ja, arbeite da für die öffentliche Hand. Also eine Baustelle, die der Gemeinde Wien gehört, da kann er ja gar nichts anderes sagen. Abgesehen davon, ich glaube es ja den Bauverantwortlichen an der Spitze der Baustellen durchaus, dass sie von der Überzeugung ausgehen, dass alles in Ordnung ist. Ja? Weil wenn es nicht so wäre, dann wären sie ja auch noch für sich Selbstmörder. Weil da müssen sie ja mit rechnen, dass sie erpressbar sind und alle möglichen Rahmenbedingungen, die dann von der Gegenseite passieren. Ja? Also die gehen davon aus, dass alles passt. Und sie versuchen ja auch die Papiere und alle Überprüfungsmaßnahmen zu setzen. Daher wird ja der Betrug nicht auf der Ebene in dieser Augenhöhe erfolgen, sondern das geht ganz weit runter, wo er schon keinen Zugriff mehr hat. Das geht dann so weit, dass seine Subfirmen, die er beauftragt, einen Passus im Vertrag sogar aufnehmen und unterschreiben, dass sie keine weiteren Subfirmen selber wieder beschäftigen. Ja? In der Praxis passiert es aber natürlich. Ja? Und das wird nicht gemeldet. Und wenn man dann kontrolliert, dann stellt fest, das ist eine Firma, wo der Bauleiter sagt, wieso sind Sie da? Sie haben ja gar keinen Vertrag. Also, ja, Spitzenausgleich, wir sind mit den Leuten nicht zurechtgekommen, wir sind ein paar krank geworden. Also die Ausreden, die Sonderzahl, die vielen Bände, die ich in den letzten Jahren, seit ich das mache, gehört habe. Also es gibt immer wieder irgendwelche Gründe, warum alles anders ist, als am Papier uns vorgelebt wird. Nicht? Die Finanzpolizei ist auf einen Kleintransporterfahrer mit indisch-portugiesischen Wurzeln gestoßen. Da die Beamten nicht selten gefälschte EU-Dokumente vorgelegt bekommen, die das Arbeiten in Österreich erleichtern, sind sie besonders vorsichtig. Sie sind Portugiese? Ja, ich bin Portugiese. Wie kommt man dazu, dass man indisch geborener Portugiese wird? So viele Jahre lang, meine Vater wohnt in Portugal. Aha. Ja, der Vater wohnt in Portugal und Sie haben portugiesische Staatsbürgerschaft? Genau. Ich wohne in Indien und mein Vater. Wie lange? Wir machen jetzt einmal Eges-Abfrage, schauen, ob wir ihn finden. Ja, okay. Und wenn nicht, wenn wir sie nicht finden, in unserem Abfragesystem muss die Frau kommen und den Pass holen. Sie fahren nicht weg, sie bleiben. Natürlich werden wir schauen, dass wir von seiner Chefin, das ist jetzt unabhängig von seiner Identifizierung, natürlich auch Geld kriegen. Nicht? Weil bei dem Rückstand in der Höhe ist höchste Zeit, dass wir uns einmal Geld umschauen. Vor allem, offensichtlich hat die Dame mit dem Finanzamt eine mündliche Vereinbarung getroffen, dass sie bereit ist, eine größere Summe einzuzahlen. Das wäre aber schon vor 3 Monaten fällig gewesen und es ist aber bis jetzt am Konto kein Eingang zu erkennen. Also wird man sich da auch massiv dahinter klemmen. Und wenn es halt nicht zahlt, dann haben wir ja da eine recht gute Quelle, wo wir uns das Geld dann holen, dann fänden wir einfach hier die ganzen Forderungen an dieses Auslieferungslager und die Geschichte ist gegessen. Ja. Doch auch ein anderes Kleintransportunternehmen lässt sich einiges zu Schulden kommen. In diesem Fall ermittelt die Betrugsbekämpfungseinheit gegen Sozialbetrug. Denn einer der kontrollierten Fahrer ist nicht bei der Sozialversicherung angemeldet. Sie sind nicht angemeldet. Bei der Sie sind angemeldet bei meines. Ja. Und? Ich bin als Notfall, so wie heute zum Beispiel, 1-2 Stunden und dann höre ich auf. Das dürfen Sie nicht. Sie müssen vor Arbeitsbeginn bei der Sozialversicherung eine Anmeldung haben, egal wie viele Stunden was Sie machen. Ich weiß, dass ich bei der Firma angemeldet bin. Das wissen Sie. Haben Sie eine Anmeldung bekommen? Haben Sie eine Anmeldung gesehen? Wurde mir gesagt, dass wer hat Ihnen das gesagt? Beim Herrn. Wann war das? Okay, dann waren dann ungefähr eineinhalb Monate ungefähr. Ja, nein, dann sind es gar nichts. Wie oft fahren Sie in der Woche? 2-3 Mal maximal. In der Woche? Maximum. Ja, aber einmal fahren Sie mindestens in der Woche. Ja. Also fahren Sie regelmäßig, guter Mann.
Da müssen Sie angemeldet sein. Stellen Sie sich vor, Sie waren da wohnvoll. Er hat ja geglaubt, er ist angemeldet, zumindest geringfügig, nicht? Ja, aber ja, Sie haben den nie Anmelder gesehen. Steigen Sie einmal aus. Wenn ausgemacht war, dass er nur geringfügig beschäftigt ist und wenn er in der Woche nur 2 bis 3 mal 2 Stunden jeweils fährt, dann würde sich das durchaus ausgehen, dass er beides haben kann. Die geringfügig Beschäftigte, das ist ja der Schmäh, mit dem man oftmals auch die echten Vollzeit-Schwarzfahrer anmeldet, nur damit sie einen Versicherungsschutz haben und die restlichen 30 Stunden in der Woche kriegen sie einen Schwarz auszahlt, damit sie den AMS-Bezug nicht verlieren. Ja? Das ist ja das, warum wir auch heute das AMS dabei haben, weil das eine gängige Methode ist, um den Sozialstaat Österreich auf diese Art und Weise zu schröpfen. Ja? Und das wollen wir einfach nicht akzeptieren. Aber dass er überhaupt nicht angemeldet ist, das ist natürlich eine ganz freche Angelegenheit. Vor allem muss man sich vorstellen, der Mann ist mit diesem Auto im Verkehr, im Berufsverkehr unterwegs und hat eigentlich kein Versicherungsschutz aus dem Titel heraus bei der Firma. Ne? Das ist ein Personenblatt und da fühlt er nur aus, das, was er mir zuerst gesagt hat, dass er schon seit 1,5 Monaten für die Firma arbeitet, dass er ihm geglaubt hat, er ist angemeldet. Und ja, was er verdient, was ausgemacht ist, wo er wohnt. Zwar ist bei dem Fahrer mit indisch-portugiesischen Wurzeln doch alles in Ordnung, sein Transporter aber läuft Gefahr, gepfändet zu werden. Chefin habe ich jetzt nicht erreicht, nur einen Disponenten. Er kümmert sich gleich darum, dass er die Chefin erreicht. Sie wird uns in Kürze ankontaktieren. Gut. Ich darf aber dann schon eine schöne Summe herbringen, weil mit ein paar hundert Euro braucht es gar nicht kommen. Der Fahrer hat jetzt nur einen Disponenten erreicht. Ja. Er wird sich darum kümmern, dass er die Chefin kontaktiert und dass sie Kontakt einmal mit uns aufnimmt. Sollte sie dem nicht nachkommen, ja, wird das Fahrzeug ganz einfach gepfändet. Ja, wird dann von einer Firma abgeholt. Auf deren Ablage, also Abstellplatz, dann gestellt. Ja, und mit dem Inhalt, der drinnen ist? Mit dem Inhalt. Ja, jetzt stellt sich natürlich nur heraus, wie viele Fahrzeuge, das müssen wir jetzt noch vorab dann erklären, wie viele Fahrzeuge hat die Firma eigentlich. Weil, wenn es nur ein Fahrzeug hat, kann ich die Existenz nicht wegnehmen. Das ist, glaube ich, klar. Ja, dann wird das Fahrzeug zwar gepfändet, verbleibt aber dann unter Umständen beim Fahrer, also bei der Firma, darf momentan weiterfahren, bis die finanzielle Sache geregelt ist.